Eine Großdemonstration der AfD und dazu verschiedene Gegenveranstaltungen. Die Stimmung war in Rostock in den vergangenen Tagen schon angespannt. Einfach auch deswegen, weil man ja wusste, wie solche Veranstaltungen zum Beispiel in Chemnitz aus dem Ruder gelaufen sind. Also hat sich die Rostocker Polizei auf einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre vorbereitet. Und so sah das dann in den vergangenen Stunden in der Hansestadt aus. 14 Uhr. Während sich linke und alternative Gruppen schon an ihren Treffpunkten sammeln, herrscht am Kundgebungsort der AfD noch gähnende Leere. Nur langsam füllt sich der Platz. Spruchbänder aus dem anderen Lager hängen aus Wohnungen in den oberen Stockwerken. Zunächst trifft sich die lokale Politprominenz der AfD. Ich halte es für weniger schön, dass wir hier Demo und Gegendemo quasi als Kräftemessen ausüben. Viele warten auf den Hauptredner, Björn Höcke, Sprecher der AfD Thüringen vom rechten Parteiflügel. AfD-Gefühle. Und dann wird von links und von rechts geschrien, wird laut Musik gemacht. Jetzt sind wir nicht mehr die Demokraten, jetzt sind wir die Rechten. Ich war früher mal in der SED. Ich bin kein Rechter, bin kein Nazi. Warum sind Sie so weit gefahren heute hierher? Möchte ich Ihnen gar nicht erzählen. Warum denn nicht? Weil Sie von der Lügenpresse sind. Ach so. Sie denken sich sowieso nur was aus und berichten das, was Sie möchten. Ich würde sagen, ich gebe Ihnen hier eine ganz reelle Chance. Nee, Sie schneiden das ja raus. Was bedeutet denn Björn Höcke für Sie? Ja, was soll ich jetzt sagen? Guter Mann. Inwiefern? Er sagt das, was uns auf dem Herzen liegt. Weil ich einfach die AfD dort halt toll finde. Und das alles vertrete, was sie so sagen. Selbst in meinem Freundeskreis sind die Leute, da ich Freunde, die mögen die AfD. Freunde, die sagen, ja, ist mir egal. Und dann Leute, die sind auf der anderen Seite. SPD, Grüne und Linke. Der AfD-Veranstaltung auf dem Neuen Markt am Rostocker Rathaus stehen zahlreiche linke Bündnisse gegenüber, die ihr Zentrum an unterschiedlichen Orten im Stadtkern haben. Eine Herausforderung für die Polizei. Die will auf engstem Raum ein direktes Zusammentreffen beider Seiten verhindern. Dobraner Platz, ein Anti-AfD-Treffpunkt, 15.30 Uhr. Mit meinem Alltag hat das insofern was zu tun. Ich wohne in Rostock. Ich möchte hier keine Rechten sozusagen. Ich möchte meine Kinder nicht dem aussetzen. Ich möchte einfach dagegen demonstrieren und dass meine Kinder, die auch einen Migrationshintergrund haben, hier einfach in Frieden leben können und nicht mit so einer Scheiße konfrontiert werden, auf der Straße, auf dem Spielplatz oder in der Schule. Ich treffe ja hier tagtäglich andere Menschen und ich bin dafür, dass wir alle zusammen friedlich leben. Und damit das auch im Alltag passiert, muss ich dafür einstehen und darum bin ich hier. Ich bin Erzieherin in der Kita. Ich finde, die Kinder sollen eine Zukunft haben, eine vernünftige Zukunft. Und das, was von den Rechten kommt, das ist für mich keine Zukunft für Kinder. Man merkt halt immer mehr, so zum Beispiel wie in Chemnitz, wo die halt alle auf die Straße gegangen sind. Und in den letzten Jahren ist es halt einfach immer mehr geworden. 16.30 Uhr. Insgesamt demonstrieren am Ende 4.000 Teilnehmer gegen die AfD. In der Friedenskirche findet zur gleichen Zeit ein Friedensgebet statt. Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen für die Verständigung von verschiedenen Religionen und für eine offene, vielfältige Gesellschaft. 18.30 Uhr, linke Sitzblockade. Der Marsch der 700 AfD-Sympathisanten durch die Innenstadt stockt. Aber bisher bleibt es weitgehend friedlich. Björn Höcke spricht zur Zeit. Es kann allerdings noch eine lange Nacht in Rostock folgen. Und wir schauen gleich mal live nach Rostock. Unser Chefreporter Michael Schmidt ist nämlich für uns dort. Jetzt haben wir gerade gehört, Björn Höcke spricht gerade. Welche anderen Aktionen, Demos, Kundgebungen sind denn überhaupt noch, die dort laufen? Also die Rede von Björn Höcke wurde vor wenigen Minuten beendet. Die Anhänger der AfD gehen jetzt langsam vom Neuen Markt weg, gehen nach Hause oder sonst wohin. Hinter mir, ich stehe in der Nähe des Steintors, hier direkt im Zentrum von Rostock, findet noch ein Programm auf der Bühne der Gegendemonstranten statt. Also die Musikklänge kommen von dort. Ansonsten ist es alles, ich sage mal, sehr friedlich, kein Vergleich zu Chemnitz oder Köthen. Mhm. Aber wie muss man das eigentlich bewerten, dass nun ausgerechnet nach Rostock Björn Höcke eingeladen wurde, also der Parteichef der thüringischen AfD?
Ich denke, das liegt vor allem daran, dass Rostock für die AfD ein sehr schwieriges Pflaster ist. Rostock ist eine durchaus weltoffene Stadt. Das mag zum einen an der Universität hier in der Hansestadt liegen, aber auch am Seehafen. Und dann gibt es natürlich auch eine starke politische Linke, bestehend aus SPD, der Partei Die Linke und aus einer alternativen Jugendszene. Und die bestimmen, denke ich, über weite Strecken das politische Klima. Und hier fühlt sich die AfD möglicherweise auch aufgefordert, Flagge zu zeigen, aber das ist schwer. Das hat man heute auch gesehen bei der Demonstration. Circa 700 AfD-Anhänger gegen circa 4000 Gegendemonstranten. Ich denke, ich höre es zumindest gerade, dass wir auch noch einen kleinen Ausschnitt aus der Rede von Björn Höcke haben. Vielleicht könnten wir da ganz kurz mal reinhören, um einfach mal das abschätzen zu können, was da wirklich in Rostock dann von der AfD aus auch vor sich gegangen ist. Ein Bündnis, liebe Freunde, ein Bündnis aus erstarrten Altparteien, aus degenerierten Altgewerkschaften, aus verlotterten Amtskirchen und aus versifften Antifa haben euch versucht, den Weg zu versperren. Damit nimmt Björn Höcke Bezug auf eine Blockade, die hier in der Innenstadt stattgefunden hat. Gegner der AfD, ungefähr 150 Menschen, haben sich auf die Straße gesetzt. Deshalb musste die AfD ihren Demonstrationszug verändern. Und das hat denen natürlich überhaupt nicht gefallen und auch Herrn Höcke nicht. Vielen Dank erstmal Michael Schmidt vor Ort in Rostock für den Moment. Wir schauen dann später in der Sendung nochmal zu Ihnen. Dankeschön. Und wir schauen jetzt noch einmal live nach Rostock, wo ja die AfD zu einer Großdemonstration aufgerufen hat, zu der dann 700 Teilnehmer gekommen sind. Wiederum gab es 4000 Teilnehmer bei ganz verschiedenen Gegenveranstaltungen. Unser Chefreporter Michael Schmidt ist für uns immer noch vor Ort. Und wie ist denn eigentlich, die Einsatzkräfte haben sich ja lange vorbereitet, wie ist denn eigentlich das Konzept der Polizei aufgegangen? Ja, ich denke, das Konzept der Polizei ist sehr gut aufgegangen. Hinter mir sieht man ja zum Beispiel noch Einsatzfahrzeuge und auch eine Reiterstaffel, die kommt aus Niedersachsen. Polizeikräfte sind aus Hamburg da, Wasserwerfer sind heute hier in Rostock zu sehen, auch Räumfahrzeuge. Insgesamt 1250 Beamtinnen und Beamte. Aber ich möchte auch sagen, dass heute alles glimpflich und ruhig und friedlich abgegangen ist, liegt auch an den Demonstrantinnen und Demonstranten. Denn auch von denen hat, zumindest nach meiner Einschätzung hier, bisher keiner zu Gewalt genommen. Wenn wir jetzt das noch mal die Zahlen gegeneinander halten, 4000 Gegendemonstranten, 700 bei der AfD-Demonstration, kann man da ein Fazit ziehen und sagen, Rostock hat ein deutliches Zeichen gesetzt? Das möchte ich schon sagen. Rostock hat ein sehr deutliches Zeichen gesetzt gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, für Offenheit und für Toleranz. Und damit, denke ich, ist Rostock auch seinem Ruf als weltoffene Stadt gerecht geworden. Übrigens hat das auch die Ministerpräsidentin unseres Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, heute bei der interreligiösen Andacht in der Marienkirche so betont. Also ich denke, es war ein erfolgreicher Tag für die Demokratie hier in Rostock. Vielen Dank für diese Eindrücke nochmal live aus Rostock. Michael Schmidt, Dankeschön dorthin.